Podcast Nacht ist wieder da, heute mit dem Landwirt und Wunderregisseur Detlef Buck. Ich freue mich so, dass der gekommen ist. Dann ist Bärbel Schäfer da und die hat schon mehr erlebt, als um eine Kuhhaut geht. Dann ein wunderbarer Sänger mit endlich mal dem Namen Müller. Wolfgang Müller ist da, der singt so ein schönes Lied. Und Max Prosa aus Berlin, total angesagt, ganz toll. Oh, ich freue mich, was da. Ist mir egal, wo möchtest du lieber sitzen? Reinrücken? Ich glaube, du brauchst mehr Bewegung. Du, ich sag gerade, man versuchte gerade noch, dir die Jacke zu entreißen und du hast gesagt, nee, nee. Nein, Jacke, ich traue auch keinem. Man weiß ja nicht. Ist Geld und alles drin? Ja, nein, ich hab es immer gehabt, dass ich Jacken auch in der Schule nie ausgezogen habe. Manchmal, wenn man einen Mann behalten habe und eigentlich immer auf dem Sprung bin. Was trinkst du denn? Tee. Nee, sag Bier. Trinkst du kein Bier? Ich habe Angst, dass ich gleich, weil ich habe 2 Wochen nie getrunken, dann trinke ich. Wie schaffst du das denn? Aber du sprichst ja auch schon, wenn du gar nichts getrunken hast, ein bisschen so, als hättest du schon eingetrunken. Ja, das ist das Problem. Manchmal auch bei Telefonaten, wo Leute mich nicht kennen und ich bin dran und dass sie gleich denken, ich bin bereit. Und das führt dann zu Schwierigkeiten manchmal, dass sie dann denken, den können wir nicht ernst nehmen. Und wenn du denn eingetrunken hast, dann wird so, dass man nichts mehr versteht. Dann wird das ganz schlimm, ja. Ich sag dann auch nichts mehr. Ach, wenn du bist eher ruhig, wenn du was getrunken hast? Manchmal habe ich so eine philosophische Anmutung, dann muss ich die Welt erklären, merke aber, dass dann andere Leute das nervt und dann halte ich den Rand. Du, wir sind ja ungefähr zur gleichen Zeit geboren, beide auf einem Bauernhof, 25 Hektar, 30 Milchkühe, Milchwirtschaft. Leichtes Kleinvieh noch im Speckgürtel des Hofes, bei euch auch? Naja, auf Hattet ihr so ein paar Hühner und so? Ja. Ich mag das so, wenn ihr euch mal vergrätscht. Das kann mal passieren, aber ich finde das überhaupt toll, weil ihr ja schon nachmittags probt, dass ihr jetzt immer noch so ein Shanty-Standvermögen habt. Magst du Shanty-Chöre eigentlich? Bist du so ein bisschen Shanty drauf? Das erinnert mich irgendwie an Schlümpfe plötzlich. Ja, das ist wegen dem Blauen vielleicht. Oder weil, vielleicht. Nein, aber auch der Ausdruck der unterschiedlichen Charaktere. Aber alle doch sehr bärtig und so, ne? Ja, Schlümpfe gibt's auch. Bärtige Schlümpfe, Brillenschlümpfe gibt es. Ja, alle. Was gibt's denn hier? Schlümpfine gibt's auch. Die sitzt ja hier. Naja. Was ich so lustig finde, ist, ich bin mit 4 Schwestern, also 5 Mädels, auf einem ähnlichen Hof wie du aufgewachsen. Und du allein. Und dir war immer langweilig. Ich hätte damals ganz viel dafür gegeben, wenn ich Einzelkind gewesen wäre. Ist anders als mit vielen, das stimmt schon. Man hat auch mehr Zeit für sich. Man spinnt so für seine eigene Welt. Ich denke auch immer, dass man da Zeit hatte, über Filme nachzudenken oder sowas. Das kam vielleicht damals schon. Ich hatte nicht eine Sekunde Zeit, über Filme nachzudenken. Ihr habt dann Lieder gesungen oder so. Da redest du ja auch mehr. Guck mal, ich rede nicht viel, weil ich ja gar keinen hatte. Darf ich mit dir über noch was reden? Was sagen wir zu den Milchpreisen? Nie kann ich mit jemandem über Milchpreise. Das finde ich mal ein spannendes Thema. Aber das regt mich richtig das nicht auch auf. Ich habe dieses Gefühl, man müsste mal als Projekt
den Städtern, die bei Aldi Milch kaufen, mal ganz ehrlich, und sich nie Gedanken machen, dass ein Liter Cola, ich glaube mittlerweile das Dreifache vom Liter Verkauf, was der Bauer kriegt, der 35 Cent. Selbst Wasser. Naja, es ist wieder ein bisschen hochgegangen. Als ich Landwirtschaft gelernt hatte, war eine Kuh, die 6000 Kilo Milch gegeben hat, im Jahr eine Hochleistungskuh. Und heute gibt dieselbe Kuh, also nicht dieselbe, die ist ja schon tot. Mhm. Aber, ja, aber eine ähnlich strukturierte Kuh. Eine ähnlich strukturierte, 11.000. Nee. Mhm. Und durch? Kraftfutter. Nee, Züchtung. Züchtung? Ja. Ich denke nur, wenn man mal einem Stadtmenschen eine Kuh ins Wohnzimmer stellt, ein Jahr lang. John Wayne hatte das immer, der wollte frische Milch, hat ihn immer auf den Balkon gestellt. Was ich, aber der ich weiß, was das kostet. Tierarzt, ein Cowboy, Samen, jeden Tag zweimal melken, Futter rein, ausmisten. Wie pflegeintensiv so eine Kuh ist und was so eine Kuh kostet und was denn das, was man da rausmeldet. Ja, kosten tut sie gar nicht. Die sind findest du? Ja, die wir haben immer 1000 Mark damals bezahlt, wenn wir einen Kaiserschnitt hatten. Da also hast du dich wahrscheinlich verhört, oder? Da wurde dir ja vielleicht kam mir das vor als Kind wie 1000 Mark. 1000 Mark. Aber es waren bestimmt 240 Mark. Ja. Ich habe was ganz Tolles. Ich habe ich sehe den Zettel, da steht nur Milchpreis drauf. Ja. Wir können auch über Getreidepreis. Höfesterben hätte ich noch. Ich finde zum Beispiel Milchpreise. Höfesterben sind hauptsächlich landwirtschaftliche Themen. Ich liebe das. Du bist der Erste, mit dem ich drüber reden kann und ich rede so gerne darüber. Dann ist das meine Aussprache, was dein Haar fliegen lässt? Oder nein, das ist die Luftdüse. Ich dachte gerade, immer wenn ich rede, flog dein Haar immer hoch. Die Lufthansa. Also ich habe diverses noch zur Auswahl. Mein Lieblingsnächstes Thema wäre entweder Yoga. Wie findest du Yoga? Super. Oder du hast Geschichten gesammelt, wer sich wo, wie und wann und warum verliebt hat. Das ist ein Hobby von mir, weil ich das immer so gerne frage. Und meistens geben die Menschen auch gerne Antwort darauf. Was dieser Magic Moment war, dieses Kling. Und das ist sehr, 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 sehr seltsam. Und das fragst du immer, das ist ja sehr dreist, wo mir gesagt wurde, muss ein bisschen aufpassen, darfst nichts Privates über Buck fragen und so. Nein, ich frage das ja meistens. Ja, du fragst das. Das ist die bessere Position. Naja, weil meistens als Regievogel oder sowas ist meine Aufgabe eher zu beobachten, als dass ich beobachtet werde. Das ist auch meistens meine liebere Position. Also als wenn ich so Gaukler bin oder so, dann mache ich das gern, weil das Spaß bringt und so. Aber ich bin nicht gern ganz vorne weg, weil ich lieber aber du würdest sagen, du bist menseninteressiert. Ja, Menschenfreund würde ich sogar sagen. Ich bin kein Zyniker, auch wenn viele das meinen. Nee, das glaube ich auch nicht, aber Menschenmassen machen dir Angst. Du würdest nie auf Konzerte gehen und dich da so zwischenstellen. Ja, wenn das unisono ist, dann ist mir Fahrt. Kann ich noch ein Bier haben, Frau Müller? Der Punkt säuft so langsam, guck mal. Ja, weil ich muss ja haben. Noch singen, ne? Ja, muss er noch singen. Manchmal geht es ja besser. Nein, es ist für mich so, wenn es unisono ist, ist mehr Fahrt. Wenn alle sagen, top drauf, dann bin ich schon wieder da. Ich freue mich immer auch antizyklisch. Aber du bist doch schon ein bisschen kompliziert, kann man das sagen? Nein. Überhaupt nicht? Ja, ist ganz einfach. Antizyklisch ist doch immer. Antizyklisch ist lustig. Ja, aber antizyklisch heißt, du sitzt in der Garage mit deinen Kumpels und alle machen Höhe und dann. Ja, die Kumpels sind alle so. Ach echt? Ja, Weihnachtsfeste grillen wir außen oder sowas. Sowas machen wir dann, sowas. Also immer leicht dagegen. Aber wir sind eben so viel Spaß, also nicht das, was alle machen. Hast du das immer noch in dir? Ja. Und das geht auch nicht weg, ne? Das bringt am meisten Spaß. Ja, das merke ich. Wusstet ihr nicht, dass Detlef Buck die ganzen Werbefilme gemacht, darf ich das sagen, die wir so toll finden, die Werbefilme. Das Beste am Norden sind unsere Kornfelder. Die hast du alle gemacht, ne? Ja. Das Beste im Neuen ist unsere Flexibilität. Ja. Den mag ich so gern. Ja. Würdest du sagen, es gibt wirklich den Norddeutschen und den Süddeutschen und so? Nein. Ich glaube, das ist ja auch nicht mehr. Nein, es gibt, Polt ist so norddeutsch und Otto ist so süddeutsch. Das ist, Otto ist ja Italiener, oder? Weil ich meine, das hat mit Norddeutsch gar nichts zu tun. Das stimmt, Otto ist. Also von der Grundhaltung ist das Quatsch. Das ist, aber du behauptest, es gibt so eine bestimmte provinzielle Haltung, das glaube ich schon. Und die ist auch in China genauso. Also mein Vater kennt sich in China besser aus auf dem Land als in New York. Weil er mit dem Reisbauer mehr kommunizieren kann, wenn er die Sprache spricht, als wenn er in New York war ja in New York und das hat ihm nicht so zugesagt. Aber du sagst, dass du sehr norddeutsch bist, weil du lobst zum Beispiel nicht. Du kannst nicht loben. Ich bemühe mich aber jetzt langsam. Wie geht das denn? Du machst denn? Das ganz toll heute. Wenn du zu einem Kameramann gehst und sagst toll und dann kommt es auch schon sofort albern vor.
bei mir ist es oft so, dass ich dann sage, erstmal alle, die mitarbeiten, ist schon eine Riesenauszeichnung. Aber das merke ich mir. Ja, man ist froh, dabei zu sein. Und dann, ja, dass man Arbeit hat, dass man dabei ist, dass man nicht doof zu Hause rumsitzt und Geld ausgibt nur, sondern irgendwas macht. Ja. Ist doch super, das ist schon mal Riesenlob. Und das hast du jetzt erst geübt und gelernt. Ja, ich kann auch Bussi geben. Ja? Ja, also was links, rechts kann ich auch mittlerweile. Aber mittlerweile? Ja. Bist du sozial ganz schnell überfordert, wenn ja. du so viel... Ja, weil Einzelkind. Ach so. Das kann natürlich wirklich weil du sein. Du kannst dann natürlich dann alles aufnehmen und brauchst die Leute. Ich brauche überhaupt keinen. Findest du denn... Ich will eigentlich alleine sitzen. Ich brauche... Da, ein Bier nehme ich dann noch, sitz, ja, halte Schnauze und guck. Das sagen die. Das reicht mir. Dann sagt ich ja der Norddeutsche. Auch keine Aufmerksamkeit. Bist du der Typ, der guckt. Und auf. Wenn das scheiß Filmgeschäft nicht mehr geht, dann gehe ich zu meiner Milchkühe. Weißt du? Das Schöne ist, die reden ja auch nicht. Nee, geht man sind aber da, oh. sind sehr ruhig da. Also das ist das Ding, dass ich eigentlich, klar, überfordert bin. Ich bin sozial überfordert und deswegen kommt das Loben auch ganz schwer raus. Ich meine es aber nicht böse. Smalltalk schwierig. Smalltalk schwierig, ne? Ich kann mit einem ganz toll, ich kann auch, finde ich, manchmal sogar viel reden. Ja. Wird auch immer mehr, dann fällt mir das auf, ist mir dann peinlich irgendwann. Ja. Ja. Jetzt singen wir jetzt. Hast du nicht noch ein Thema, bevor wir singen? Das Singen fällt mir noch schwerer als das Reden manchmal. Du warst in Kambodscha, das finde ich ganz spannend. Ja. Du bist da quasi mit deinem ganzen Filmteam hin und hast da versucht, mitten in diesem Land einen Film zu drehen. Ich muss sagen, Hut ab. Ich hätte ja, keinen Bock dazu. Ja, aber ich mag das. Das mag ich in dem Job so gerne, dass man irgendwo hin, oder wenn du jetzt... Vermessung der Welt gehen wir in die Vergangenheit, 1820 war. Wenn wir jetzt anfangen, über Daniel Killmanns Roman Vermessung der Welt zu reden, dann kommen wir gar nicht mehr zum Leben. Wie weit bist du vielleicht damit? Vielleicht will ich das. Hat jemand das Buch gelesen, die Vermessung der Welt? Habt ihr das gelesen, Jungs? Ihr habt doch so viel Zeit. Konsequent. Ja, das ist... Da ist ja nichts gegen zu sagen, aber selbst da die Bildzeitung hat da, glaube ich, was. Ich habe zu Weihnachten bekommen und es liegt bei mir, aber ich habe es noch nicht gelesen, weil der Titel erstmal mich jetzt nicht so wahnsinnig anzockte, aber es ist ja was mittlerweile... Was zockt dich denn für einen Titel an? Das würde mich jetzt mal interessieren. Alt werden und Spaß dabei. Weißt du, sowas. Naja, ich merke, das sind die auf dem Klo landen. Ja? Also wenn es ein Buch erstmal bis aufs Klo geschafft hat bei mir, das ist schon ziemlich toll. Ja. Und sowas liegt dann ja. da. Hast du denn die Filmrechte für dieses Buch quasi gekauft? War das nicht unglaublich teuer? Dadurch, dass es komplex war, haben viele gleich gedacht, oh, das kann man nicht machen. Und, ach so. Und, aber es war einfach gut. Ja, und aber das hat mich, ich hätte das jetzt hat, das schreckt mich denn eher ab, und weil es frech ist. Und alles, was frech und frisch ist, interessiert mich. Wenn es eben ist, huch, alt werden, aber trotzdem lustig, dann sage ich mir... Ja, Subi! Gibt's ja schon! Ja! Ich hätte nur gedacht. Dann springe ich nicht gleich an. Du? Rubbel die Katz Kinofilm, wo du mitspielst, hast du den noch produziert? Nein. Mitproduziert, ja. Mitproduziert, aber du spielst auch mit. Ja. Du bist da der Bruder. Endlich hast du mal Geschwister. Ja, das habe ich mir geträumt. Ich habe eine kleine. Ja, deswegen habe ich da reingeschrieben. Ja, Brüder reingeschrieben. Lustig, ach, das ne? ist ja, das finde ich gut. Ja. Ist der schön geworden? Der schon fertig läuft ab Dezember, oder? Ja. Ja. Ja, der ist auch charmant. Und nicht blöde. Nein, nicht blöde. Also der ist... Der ist wirklich charmant und nicht blöde. Deswegen ja. singen wir nämlich jetzt. Ja. Jetzt kommst du nicht mehr drum rum. Ja. Weißt du noch, wenn du jetzt noch ein Thema hast, ja, kommst du rum. Wir singen ja einen Song, der hat mit Rubbel die Katze zu tun. Ach so. Ja. Ach so. Ja, meinst du, das ist durchdacht. Ich komme nicht hier über ha, ha, ha. So bist du doch drauf. Ja, natürlich. Ich meine, du hast jetzt noch die Chance zu sagen, singen oder wettmelken. Wo willst du denn jetzt hier wettmelken? Du hast die Chance. Wettmelken. Du würdest lieber jetzt wettmelken als singen machen? Ja. Okay. So, guck mal. Ich habe ganz lange gesucht für uns zwei, eine Melk-Ding zu finden. Ne? Das ist ja klar gewesen. Ich mag das so. Ich bin weißt froh, du? Dass ich nicht beim Schweinemester bin. Da müssen wir jetzt
Ferkel kastrieren wahrscheinlich. Hast du das eigentlich gemacht früher? Ja. Du, kannst du das da oben mal eben reingießen, weil du da eher rankommst, wenn du dich auf die Bank stellst? Ich würde mal. Das ist verdünnte Milch, ne? Nee, habt ihr auch immer, haben eure Kälber eigentlich richtig Milch früher gekriegt? Unsere haben immer Milky Wit. Oh, geil. So, das reicht aber dir. Ja, das reicht, glaube ich, jetzt. So, und jetzt willst du. Wer am meisten in sein Glas reinkriegt. Das sind meine. Und deine? Und 1, 2, 3. Oh, das Ziel ist ein bisschen schwer. Ja, das ist. Oh, oh, Scheiße. Und du. Das ist bei dir. Ist das. Ja. Aber das geht ja gar nicht. Ja, das ist schwer. Ja. Ach, guck mal, hier geht's doch mit Ziehen. Ja, da hätte noch unsere Kuh aber sich beschwert, sag ich dir. Gut, es ist mühsam, aber. Du verlierst. Ich verliere. Hättest du sowas gerne im Wohnzimmer bei dir, um nachzudenken? Ich hab das als Geschenk schon zu Geburtstag bekommen. Das, wie es eigentlich geht. Ja. Jetzt machst du das? Ja, absolut richtig. Wenn man's einmal raus hat. Ich wollte aber nicht so versauen jetzt. Jetzt überholst du mich. Oh, das ist ungerecht. Ich hab grad irgendwo. Was stimmt mit unserer Kuh nicht? Aber das wäre ja ein Burner. Ja, hier ist ein. Ja, ja, yeah, das stimmt aber so. Du hast es. Lolloi. Das muss man doch schaffen, Kühe so gehen zu manipulieren, dass man die nur so. Und meinem gibt auch 6.000 am Tag. Ja, so, ich sehe, glaube. Jetzt hast du ja wieder richtig Freude. Ich glaube, du hast verloren, Teddy. Tut mir leid. Ja. So. Ich würde natürlich darum bitten, diese Kuh mit nach Hause zu nehmen. Ich brauche die für mein Wohnzimmer. Die gibt mir irgendwie so eine Ruhe. Ich fühle mich so, man fühlt sich irgendwie gut, oder? Ja, diese Perspektive ist eigentlich ganz schön. Aber ihr hattet auch diese mit. Ja. Und habt ihr auch immer gesagt, sie tauchen die Kuh, ist ja wohl am Blindmelken. Wenn man immer noch diese Dinger drunter hatte. Und die Milch ist ja irgendwann weg, aber diese Saugmaschine sitzt noch da dran. Und weil ich immer so faul war, habe ich die immer ganz lange, so lange wie es ging, runtergelassen. Daneben, stand so ein bisschen daneben, kraul, kraul. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie sich das anfühlt, wenn man Titten hat und ihr setzt einer so Saugdinger drauf und da kommt schon keine Milch mehr und die nehmen die Dinger nicht weg. Aber diese Empathie, die kam erst spät in mir hoch. Also als Kind war mir das echt noch egal. Ja. Und dann habe ich darauf geachtet, dass ich gesagt habe, komm, wenn nichts mehr drin ist, dann muss man die auch wegnehmen. So, Milky Wit kann wieder weg. Ja. Jetzt, wer hilft mir denn mal, diese volle Kuh da wegzunehmen? Boah. Oh, oh Gott. Wie du, direkt zu mir nach Hause, ne? Wir würden uns jetzt mal hier raussetzen mit dem Hintern. Ja. So, und jetzt muss ich hier so sitzen. So einfach Füße rüber und dann setzt man sich da mit dem Hintern hin. Ja. Und jetzt kommt immer der schönste Moment für die Shanty-Jungs. Das ist. Noch nicht rief einer, als sieht über Land in sich. Was hier jetzt draufsteht, ne? Ja. Da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf. Da kannst du denn sagen, oh nee, will ich nicht. Was ziehst du an, wenn du dich mal richtig schick machen willst? Ich glaube, du bist nicht interessiert an Mode, oder? Doch, ich habe sehr viele Anzüge. Sehr viele Anzüge und gute Freunde von mir sind Modedesigner. Guido Maria Kretschmann ist der. Ist der ein Freund von dir? Ja. Ja, der ist Modedesigner. Ja, und von dem habe ich auch zwei Anzüge. Na gut. Wie viele, oh Gott, das kann Kühe, Schweine, hast du denn noch? 25. Immer noch 25, das ist ja total viel Arbeit. Ja. Macht deine Frau das? Hast du eine Frau? Darf ich das fragen? Ja, die hat an Kühen nicht so Interesse. Und die Kinder ist dein auch Papa nicht. Noch auf dem Hof? Ja. Und der hat auch Bock, die zu melken? Naja, es ist eigentlich Gewohnheit, die Macht der Gewohnheit, damit man sich weiterhin aufregen kann. Okay, aber 25 ist echt viel. Das ist heutzutage gar nichts mehr. Aber die zu melken und so, die ist ja nicht. Naja, es ist ja auch kein Milchcomputer, viele haben ja. Ja, dadurch ist es aber viel Arbeit. Ja. Das sind anderthalb Stunden die melken. Die wollen jeden
Morgen Tag und jeden Abend wollen möchten die Sie jemanden mal sehen und nicht nur den Computer. Ja, ja, das finde ich ist werbe. Schon mal eine Frau ins Bitte. Bett geschwiegen. Ja. Finde ich eine gute Frage. Schon mal eine Frau ins Bett geschwiegen. Hat das schon mal gegruft zwischen dir und einer anderen Frau? Und ihr wart beide keine Smalltalker. Ja, das finde ich super. Das wäre mal ein Film. Ja, es ist ein super Film. Zum ersten Mal muss man sich nicht lange mit den Dialogen aufhalten. Vor allen Dingen, man quatscht auch nicht rum. Ja. Und gibt nicht so an. Nee. Man schaut sich in die Augen und sagt, und das tut gut. Und zusammen schweigen ist ja eh ein Erkenntnis davon, dass man sich mag. Dann geht einer wortlos los, holt zwei Getränke, fragt auch gar nicht, was trinkst du? Nein. Er muss es ja ahnen. Stellt das hin, der andere nickt ab, die trinken und dann gehen sie Händchen halten raus. Fertig. Trinkst du eigentlich gerne Kristallweizen? Oder lieber Fanta? Hm? Kristallweizen, Rainer, das war bei Herr Lehmann von Ach, Regner. Ach, verstehe. Stimmt, da hast du eine geile Rolle gehabt, das war toll. Das sind aber auch immer tolle Rollen, dann, die man dir da gibt. Ich bin immer beim Casting und laufe die ganze zum Zeit. Du gehst Casting? Ja. Bei Leander, in der eigenen Produktion. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann da durchlaufe oder so. Aber wir verstehen uns gut und dann passt es oft. Aber da zwinkert ihr euch doch beim Casting schon zu. Nein. Ich stand zur Disposition. Kommen dann noch so arme Schauspieler. Nein. Ich bin Absolventen, die sich diese Rolle drauf geschafft haben. Und dann kommt der Buck und spricht vor. Nein. Das wäre mir peinlich. Ja, das wäre mir auch peinlich. Nein, das kann ich nicht, wenn man sagt, oh Gott, der passt ja gar nicht. Wie übst du eigentlich so Texte? Das finde ich auch sehr schwierig. Ich bin ja so ein Freiredner. Freigeist und Freiredner. Das finde ich auch gut. Wenn man das fixiert, dann kann man das auch machen. Geht das? Ja. Das wäre leider Voraussetzung. Ich habe das jetzt aber auch mit so Formulierungen nicht. Warum hast du das gesagt? Weißt du, das würde sich dann ja, das so das ist aus einer Soap. Das ist schlecht geschrieben. Aber, ja, aber es gibt so Formulierungen, die keiner benutzt. Na, und gute die hört Formulierungen man so liegen gut im Maul. Deine liebste Bauernweisheit? Na, das ist keine Bauernweisheit, aber gerade deswegen fällt mir, jede Zeit hat ihre Art zu lieben. Oh, der ist schön. Buchtitel. Wäre auch ein Buchtitel, der bei mir auf dem Klo landen würde. Ja. Riechst du manchmal noch nach Gülle von deinem Hof, wenn du in Berlin einen Film drehst? Oh, toll. Leider haben wir nie geil. Gülle gehabt. Aber ihr habt doch eine Gülle-Kuli, die Kühe kacken doch. Wo kommt denn das hin? Das ist keine Gülle, die wir haben. Wir haben Festmist. Das heißt, die 25 Kühe haben immer noch, wenn die machen, Stroh und dann muss jeden Tag mit der Schubkarre. Ach du liebe Güte. Ja. Hast du denn nicht, was ich immer hatte als Kind, und das war für mich das Traumatischste, wenn ich ehrlich bin, dieses morgens melken und dann war das Wasser immer kalt, weil die Kälber kriegten ja immer das heiße Wasser mit dem Milky Way da drin. Ist heute noch so. Ist heute noch so? Ja. Und dann musste ich kalt duschen und musste mit nassen Haaren zur Bushaltestelle. Aber das ist gesund. Und wenn ich es nicht mehr konnte, dann musste ich... Nur wenn du einmal kurz über die Diele läufst im Winter, du hast es nicht mehr weggekriegt und im Klassenzimmer alle, oh, die stinkt schon wieder, oh, die stinkt. Kannst du dich da auch dran erinnern? Ich bin traumatisiert. Na, das habe ich nicht so erlebt, aber vielleicht hat auch keiner ausgesprochen. Vielleicht standen alle. Ich habe manchmal mit einer Badekappe gemolken, in der Hoffnung, dass, weil ich hatte so lange Haare, in der Hoffnung, dass ich die einfach abnehmen kann und dann, dass die nicht rochen. Du weißt doch, wie Silage riecht und so, das ist ja so intensiv. Hatten wir nicht so, wir hatten Heulage. Hm? Schon mal blöd angemacht worden wegen deines Namens. Nee. Ach, wegen Detlef wahrscheinlich. Ach so, wegen Detlef. So ja, das ist schwul gewesen. Ich bin Detlef. Ja. Und da warst du natürlich... Ja, immer da vorne weg. Aber es war ist jetzt Otto? Ein bisschen, naja, letztendlich hat sich das mit den schwulen Witzen auch, ich meine, letztendlich ist das ja en vogue. Man kann, ich meine, wenn nicht schwul, ein bisschen schwul ist es auch langweilig. Ja? Ja, vielleicht noch nicht in Hamburg, aber in Berlin auf jeden Fall. Ah, oh, okay. Warme Milch mit Haut, lecker oder eklig? Nein, diese mag ich auch nicht. Nee? Nein. Hast du denn früher auch diese 3,8%ige fette Milch warm getrunken? Ja. Ich bin schon wieder in der Vergangenheit. Ja. Du musst es verzeihen, aber ich habe mich so gefreut, dass endlich mal einer da sitzt, der weiß, wovon ich rede. Juhu! Wir können aber jetzt auch Musik hören. Ich möchte jetzt unseren nächsten Musikgast, unseren ersten echten Musikgast reinbitten.
Und er hat eine CD und die heißt In der Zwischenzeit. Und die habe ich schon seit einem Jahr. Und zufällig, schwuppsiwupps, wo ich ihn jetzt eingeladen habe, hat er schon wieder eine CD raus. Die heißt Ahoi. Da ist aber auch mein Lieblingslied, Zu hell für die Nacht drauf. Und das singen wir jetzt mal. Und bitte begrüßt mit mir Wolfgang Müller! Hallo! Wolfgang, ja. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich mich auch. Weißt du, was ich lustig finde? Du hast auf deiner Homepage geschrieben, wer ist eigentlich Wolfgang Müller, weil du behauptest bis heute, dein Name steht dir sehr im Weg. Das ist so ein Running Gag geworden, dass irgendwie jeder erstmal auf den Namen rumhackt. Ina Müller fand ich auch immer doof. Ja. Ich dachte halt, wenn ich es mit dem Namen schaffe, dann habe ich nichts mehr zu befürchten. Wir wären natürlich auch toll als Wolfgang und Ina, wenn wir in die Volksmusik ziehen würden, glaube ich. Würde ich uns eine kurze Karriere vorhersagen. Wollen wir anfangen? Ja. Das innere Licht in mich bricht, kann man die Seele nicht sehen, aber es funkelt schön. Und wer geblendet wird, verliert. Wenn du sagst, was dich bewegt, dann ist das wie ein Fleck aus Licht, der im Raum schwebt und wir wissen, die Katze und ich, Lichtflecken fängt man. Es ist viel zu hell für die Nacht und ich fühle nicht mehr, ob ich müde werd oder wach. Die Fahrstühle fahren und man nicht versteht, ob es runtergeht oder rauf aufs Dach. Die Augen des Sandes sind das Einzige, worin man sich spiegeln kann und sich trotzdem liebt, weil man nicht nur sich selber sieht. Dieses Zimmer ist still und es herrscht Ruhe im Treppenhaus, so sieht's aus. Ich kann nicht schlafen, du hast das Licht an. Es ist viel zu hell für die Nacht und ich fühle nicht mehr, ob ich müde werd oder wach. Die Fahrstühle fahren und man nicht versteht, ob es runtergeht oder rauf aufs Dach. Es ist viel zu hell. Thank you.
Das ist ganz nett von dir. Würdest du mir assistieren? Dein Platz bleibt weiter. Ich weiß nicht, wo er hin soll. Du könntest uns mit Alkohol dann versorgen, aber du sollst natürlich auch mit uns zusammen reden. Dann kann ich dich davon abhalten, wenn du in einer Stunde sagst, ich glaube, ich fahre jetzt schon mal nach Hause. Kann man Woman's so. Talk, wäre das auch spannender, weil ihr euch dann freier unterhalten könnt. Was trinkst du? Ja, ich nehme auch so einen Pilz, bitte. Rommeler. Bier? Oh, ich habe mir echt hier das Rohr zerrissen. Das ärgert mich sehr. Ich versuche den nochmal so irgendwie festzumachen, dass der in eine andere Richtung geht. Machen wir anstoßen? Ja, ne? Prost! Prost! Weißt du, was so toll ist? Was ich nie gedacht hätte? Du hast ein Stipendium gehabt und bist zum Tennisspielen nach Amerika gegangen. Ja, mit 17. Und du hättest Frau Agassi werden können. Hätte ich? Oh Gott. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Konntest du auch so Asse kloppen? Ja, aber eine meiner Stärken. Du musst doch auffällig gut Tennis gespielt haben. Ja. Sonst hätte man dir doch nicht das Geld gegeben und gesagt, naja, lass die mal nach Amerika gehen. Genau, also es ist aber so, wir haben ja in Deutschland so ein Vereinssystem, das haben die in Amerika ja nicht. Und dann gibt es immer Schulen und Colleges, die dann wollen, dass du für die spielst. Und wenn du hier schon ganz gut gespielt hast, holen die dich und dann muss aber irgendwann dein Elternhaus noch was dazu schießen. Also irgendwann brauchst du dann einen richtigen Coach, der mit dir rumreist. Und da mein Vater Duschkabinenvertreter in Ostfriesland war... Juhu, das ist so toll! Ich finde, das schreit sofort so. Noch einen Film anfangen, findest du nicht? Duschkabinenvertreter in Ostfriesland. Ja gut, auch bis Münster runter. Ja, ich meine, letztendlich nieselst du da auch öfter. Die Duschkabinen müssen rein. Man steht in Ostfriesland in also einem... Wir brauchen keine Duschkabine, weil das nieselt. Hat ja, der die hergestellt? Die musste ich ja immer zu Hause immer hin und her tragen über die Straße. Oder hat der die entworfen oder nur vertrieben? Vertrieben. Ein Handlungsreisender für Duschkabinen. Hat der auch mal so eine Brausebärbel oder sowas gehabt? Eine Brause, die Bärbel hieß oder so? Nee, die hieß anders. Adriette oder irgendwie so hieß die. Adriette? Ach, der hatte nur eine? Aber es war eine super Einnahmequelle für die Jungs, weil ja auf den Duschen sind ja die nackten Frauen drauf. Und wenn die Jungs dann gucken wollten, ne, haben mein Bruder nicht immer schön abkassiert. Das heißt, du hast damals die Jungs in den Laden geholt und dann gab es diese Duschkabinenverpackung und da waren nackte Menschen drauf, die schon so die Frauen, duschen, genau. Die schon da standen. Und genau. Und haben die dafür bezahlt? Die Jungs, manchmal ja. Bei meinem Bruder dann. Mhm. Dann hattest du ja, dann warst du ja die jüngste Piepshow-Betreiberin Deutschlands. Nein, es war gar nicht so geheim, weil wir mussten die Duschkabinen, da kam immer ein riesiger LKW aus Österreich und wir wohnten in einer kleinen, sehr engen Straße mitten im Kiez in Bremen. Und der kam dann nicht durch. Steintor kennen wir doch. Kennst du Bremen? Ein bisschen, ja. Also Steintor kennt man. Steintor Ostertor genau. Und Steintor ja, war das ganz genau. Wilde Drogen und genau. Oster ging. Da bin ich groß geworden. Da bist und du aufgewachsen. Ja, und da musste ich diese Duschkabinen an diesen Junkies vorbei, durch diese Straße tragen. Also alle haben die Frauen eh schon gesehen. Und die Jungs, die gezahlt haben, die waren dann... Aber das finde ich spannend. Duschkabinen. Du findest das spannend? Das ist total peinlich, wenn man Duschkabinen in der Pubertät die ganze Straße entlang tragen muss, in der Gegend, wo du abends ausgehst und wo dich jeder kennt. Das Wort Duschkabine an sich ist auch nicht cool. Nein, das ist da, auch da nichts wahrscheinlich. Ja, genau. Handtuchhalter. Kühe gemolken mit Badekappe und du hast Duschkabine. Ja. Ich meine jetzt nicht, dass er ein ganz großer... Heute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Ihnen. Sag mal, der Einsatz vom Chandicorp ist der... Völlig selbstständig. Die entscheiden... Dramaturg, wer ist denn der Chef? Und wer macht die Klangschalenmassage? Wer ist der mit der Klangschale? Ah, ja, genau. Ach, du machst Klangschalen? Ach, sowas machst du? Ja, der hat einen echten Flyer, der ausliegt und die ganzen Maskendamen wollen ihn jetzt nach Hause bestellen. Ja. Ach, ich dachte, ihr werdet alle Renner. Nein, der hat noch ein Nebeneinkommen. Und steht den ganzen Tag draußen und guckt so lange im Wind, bis dem Wind langweilig wird. Ach, da werden doch noch so Nebenjobs. Ja, noch so Nebenbaustellen. Guck mal, deswegen sieht er auch so jung aus. Hans-Jürgen. Hans-Jürgen. Hans-Jürgen, genau. Hans-Jürgen, jetzt komm mal rein. Ja, der Igo, das wäre unsere Klangschale. Siehst du, ich kurbel sein Geschäft an, ja? Wir müssen das jetzt mal eben ganz kurz machen. Ich bin jetzt dein Patient.
So, jetzt aber mal Dankeschön hier für die Geschäftsidee. Hallo, Hans-Jürgen, du, wie geil hat Conny Gold? Achtung, sage ich jetzt, ne? Und dann sagst du, ja, da habe ich was für dich, eine Klangschalenmassage. Und dann, wenn jetzt sagen wir mal, das wäre jetzt die Schale. Und dann sage ich, oh, mir geht das gar nicht gut. Und dann sagst du, da habe ich was. Nein, du bist gestresst. Ich hast du Stress. Du hast ganz viel Stress. Ja. Ja, und dann kommst du zu mir und dann stelle ich dir die auf den Bauch. Ist da was drin? Nee, das ist nur eine Schale. Eine Metallschale. Aha. Dann? Egal, und wie dick der Bauch ist, man stellt die immer auf den Bauch, ne? Die wird... Wenn der Bauch dicker ist, dann eine dickere Klangschale? Es gibt verschiedene große. Die wird auf den Bauch gestellt und dann wird die angeschlagen. Komm. Ja. Mit aber so einem Ding. Und was soll das in mir dann machen? Und die Schwingung, die geht durch deinen ganzen Körper durch. Nein, geil. Ja, ist super geil. Komm einfach mal vorbei und dann zeige ich dir, wie das macht funktioniert. Auch Hausbesuche. Ich habe vor allen Dingen, der macht auch Hausbesuche. Ja, ich habe vor allen Dingen noch nie gesehen, dass so ein geiler Fisch da oben ist. Guck mal, wie schön das aussieht. Und machst du manchmal auch Partner-Klangschalen-Massagen? Haben wir bislang noch nicht gemacht. Aber du machst ja Klangschalen-Massagen. Ja. Wo wird denn massiert? Ja, die massiert deinen Bauch dann. Aber du machst ja nichts. Du liegst ganz normal auf der Liege und dann wird die aufgestellt, die Klangschale. Und Hans-Jürgen, würdest du dann meinen Bauch massieren? Mit der Klangschale. Ach so, ich dachte nochmal so extra sowas. So, nein, was das nicht. Extra? Und machst du irgendwas nebenbei? Du klöppelst ja da drauf manchmal und dann... Ich schlag die an. Liegst du danach auch ein bisschen dabei oder so? wie lange dauert das denn? Wie oft? Eine Stunde. Und wie oft haust du in der Stunde? Die wird mal hier hingestellt, dann wird die mal da hingestellt. Ach, so. Ach, das ist nur eine? Und an die Füße, nein, das sind vier verschiedene. Vier verschiedene Schalen, die werden auf dem Körper aufgestellt und werden dann angeschlagen. Und du meinst, wenn ich das mal mache, bin ich neu geboren? Ja. Ja. Dann mach's jetzt. Ich glaube, das mache ich mal. Ja. Danke. Bitte. Hans-Jürgen, Applaus für dich. Nebeneinkünfte bei deinen Shanty-Kuren. Das kannst du jetzt jedes Mal kannst du einen neuen Job vorstellen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir gucken mal, was die anderen noch so machen. Ja, das ist natürlich recht. Ja. Kommt jetzt alles raus. Und darüber wollen wir noch reden. Du hast Hotelkauffrau gemacht in deiner Ausbildung. Ja. Wer hat dir das denn? Dein Duschkabinenpapa? Ja. Hat gesagt, du musst erst irgendwas Kaufmännisches machen und dann kannst du machen, was du willst. Und wie war das so? Schlimm. Ja, du musstest ja alle Stationen durchgehen, Betten machen. Ja, mehr so die Kaufmittel, so Hochzeiten organisieren, was sie dann trinken müssen und so. Aber ich konnte das immer schwer ausrechnen. Wenn jetzt eine Gruppe ist mit 75 Leuten und das sind 0,7 Flaschen und davon bestellen die 98, aber nur 77 werden ausgetrunken und der Rest geht zurück. Das muss dann immer alles so berechnen mit dem Weinbestand. Diese, und doppelter Dreisatzgedöns. Siehst du, du kannst das schon mal besser. Und vermehrter Grundsatz. So, weißt du, so wie mit 38 Kühe, ja, 6000 Liter Milch. Du und hast zwei eine haben eine Euterentzündung. Ich habe festgestellt, weil ich ja unter den Obsten, sage ich mal, das reife Obst bin, habe ich mittlerweile kommen manchmal so Fruchten. Anderes Thema. Wisst ihr, was ich meine? Lustig alt werden. Als ich noch, ja. Du hast ja dann mit deiner Talkshow aufgehört. Ich spare mir mal diverse Themen, die ihr da besprochen habt. Und wir gehen mal direkt ins Bücherschreiben. Und ein Buch hieß Alt werden und lustig sein darüber dabei. Darüber habt ihr euch ja schon... Hast du gewusst, dass sie solche Bücher geschrieben hat? Fast Filmtitel, haben wir ja gesagt. Ja, also. Die Titel genau sind einmal die besten Jahre. Zeichen. Ja. Die besten Jahre. Frauen erzählen vom Älterwerden. Hat irgendeine über Fruchtfliegen geschrieben? Nein? Nein. Und was haben die Frauen so erzählt in dem Buch? Was ist denn schöner dran? Ganz unterschiedlich. Also die 100-Jährige hat zum Beispiel gesagt, super, da musst du keinen Krankenkassenbeitrag mehr zahlen. Ab 100 ist toll. Ab 100 ist ja das so? Also musst du dich anstrengen, mach schön Klangschalentherapie. Hast du die gesehen? Die sind, ja, da. Sie sind da. Sie sind da, ja. Entschuldigung. Dusch doch mal, da sind wir wieder bei den Duschkabinen. Kennt ihr diesen Film Green Mile?
Ja. Wo der Coffee, wo der dann am Ende, ja, wo der denen immer die Krankheiten raushaut und dann kommen diese. Ja. So, oh, nur ganz kurz, wie ich mich so fühle gerade im Moment. Oder wie bei Verrückt nach Mary, wo der auch schlimm, auch schlimm. Gehst du also ins Kino? Ab Hunden, ja, ich gehe ganz gerne ins Kino, aber viel zu selten, muss ich sagen. Aber ich könnte gar nicht, ich könnte mir gar nicht leisten, Hunde zu werden. Was? Also, warum das denn? Keinen Krankheit. Beitrag mehr. Aber könntet ihr, bis ihr 100 wert, hättet ihr so viel Geld. Man kann ja nur arbeiten, bis man so 65, 70 ist, ne? Und dann muss man ja 30 Jahre lang ohne Geld. Alle zu Geld. Ich könnte mir das überhaupt gar nicht erlauben. Also ja, aber ich, man braucht ja nicht so viel, habe ich nur gehört. Ja, aber das glaube ich, das stimmt überhaupt nicht, weil dann habe ich Zeit, ins Kino zu gehen. Was? Dann habe ich Zeit, auf Weltreise zu gehen. Wie kannst du denn ohne Kino leben? Ich bin dreimal die Woche im Kino. Warum? Wie, warum? Ihr auch? Siehst du da? Siehst du? Dreimal die Woche im Kino? Zweimal, stimmt. Also ich habe Sky und ich gucke ganz viel Fußball. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ja. Aber das ist doch ganz was anderes, wenn du dich über die Leute aufregen kannst, die hinter dir Nachos essen. Nein, und so. Aber du musst doch auch zugeben. Also das müssen wir mal diskutieren. Warum? Entweder so? Man ist Cineast oder man ist es nicht. Und ich bin das bitte nicht was so. Ist man? Ein Cineast. Ein Cineast. Ein Ast. Nee, ich glaube, entweder ist man leidenschaftlicher Kinogänger oder nicht. Und dann gibt es noch die sich unterscheiden. Die einen sind noch Programmkinogänger und die anderen lieben die Blockbuster in 3D mit Brille davor. Das bist du. Und ich, nee. Und ich bin die sagt, wann kommt das auf die DVD? Weil du lieber zu Hause bleibst. Ja, ehrlich gesagt. Und es hat was mit den Nachos zu tun. Seitdem gefressen wird im Kino, halte ich das nicht schlimm aus. Und dann haben die immer, das nervt mich auch so, Popcorn, der wird ja auch, denn ist es so laut, aber Hauptsache so ein Kilo Popcorn, aber Cola Light. Ich ertrage sagst du das dann nicht. Was? Mich regt das total auf. Im gab's Kino? Auch immer Verzehrkino oder ja, ja, aber es gab doch, aber doch nicht mittlerweile gibt es Fleisch, dass sie nicht so Mettwurstbrötchen. Fleisch. Nein, Entschuldigung, ich gehe doch in die Kinos. Ja, dann ja, du gehst doch in die Kinos. Und da steht doch. Also wenn wir übers Nichtrauchen und so reden, ich würde mal über Nicht-Ess-Kinos nachdenken. Ja. Also man muss, wenn man 100 ist, keine Krankenversicherung mehr bezahlen. Wenn man bis dahin überhaupt überlebt hat, weil das Geld reicht, bis genau. man 100 ist. Nee, ist ja so, man hat ja Glück, dann vielleicht. Genau. Dann ja, also es waren einfach viele Frauen, die wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln interviewt haben. Und es ist ja auch ganz spannend, Migrantinnen zu fragen, die sich vielleicht gar nicht vorgestellt haben, will ich meinen Lebensabend in Deutschland verbringen? Warum passiert es dann trotzdem hier? Bleibe ich oder gehe ich zurück in mein Ursprungsland? Also das war ein Schwerpunkt. Es war Sexualität im Alter. Es war noch Ups. Altersarmut bei Frauen ist ein großes Thema. Sag mal, bist du als Frau, bist du nicht auch total genervt von diesen unappetitlichen Werbungen, die im Moment immer laufen mit, na Mut, wie geht's dir? Ah, es geht, ich bin so aufgebläht. Und in der nächsten Einstellung, man sitzt gerade und isst dann doch mal ein Nacho vorm Fernseher und denkt, wieso ist denn die so aufgebläht? Und hält immer, hält, also als wären Frauen ab 50 aufgebläht. Ich finde das unverständlich. Und im nächsten Moment hast du so einen platten Altfrauenhintern von hinten, der Tena-Lady-Werbung macht, als ob man seinen Urin mit 50 nicht mehr halten kann. Und das ist eine Außendarstellung, die prangere ich total an. Nein, ich finde das unmöglich. Ich bin 46 und ich kann weder meinen Urin nicht mehr halten, noch habe ich immer, so fühle ich mich aufgebläht. Und ich esse normal, ich habe nur Fruchtfliegen. Und kommst du noch? Es wird mein Werbespot. Wie geht's? Oh, ganz gut, aber diese Fruchtfliegen. Anti-Fruchtfliegen. Nein, aber das finde ich, wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, man bleibt irgendwie jünger und auf der anderen Seite werde ich im Fernsehen verkauft wie so ein unappetitlicher Fleischklops. Habt ihr aufgeblähte Bäuche und konnten wir ab 50? Kann man doch noch Pimi machen, ganz normal. Gut, das Meine Thema Mutter war jetzt. Hat 18 hat 5 Kinder gekriegt und die hat noch nie eine Tena Lady gebraucht. Was ist das denn? Nein, eigentlich? Das sind diese Inkontinenzeinlagen. Es kann ja auch so sein. Und wenn die Leute das brauchen, ist es ja auch gut. Aber ich möchte als Frau nicht das Gefühl haben, oh, da kommt aber was auf mich zu. Ich möchte mich irgendwie auch freuen aufs Alter, aber das kann ich dann gar nicht mehr. Aber ihr habt doch auch noch keine Einlagen und nix, oder? Wir brauchen ein Bierdeckelchen von euch. Alles, was euch einfällt, alles, was ich mich nicht getraut habe zu fragen. Oh je. Du, komm, wir singen. Ah.
Wollt ihr schon mal, oh nee, wir haben so ein Cue, ne, wie wir genau einsetzen müssen. Genau. Oh, Wahnsinn, wenn das so richtig hat. Also, das ist jetzt richtiges. Ja, lüfte dich nochmal richtig durch. Schon. Nimm die Fruchtfliege mit. Die Schuhe sind ja auch toll. Man kann in Frankfurt toll Klamotten kaufen. Ja, ne? Kann man das wirklich. Kann man wirklich. Mhm. Alles andere ist ganz scheußlich. Nein, überhaupt nicht. Doch. Nein, ich war in einem Hotel in einem Wolkenkratzer und mir ist Folgendes passiert. Was in denn? Frankfurt, in dem höchsten Hotel in der ganzen Stadt. Und ich stehe unter der Dusche und es kommt... Bitte verlassen Sie sofort Ihre Zimmer. Benutzen Sie nicht den Aufzug. Bevor du und ich war nackt und es war morgens 10 Uhr. Und dann habe ich gedacht, okay, ruhig. Du musst hier raus. Dann habe ich mir ein großes Handtuch umgebunden und bin einfach, ich bin mal total genehm, weil ich dachte, jetzt kommt gleich so ein Flieger oder irgendwas Amerika. Und dann, ja, wirklich. Dann bin ich raus und lauf so über den Flur und ich war gelähmt und ging mit meinem Handtuch nur so und dachte, das ist egal, du hast keine Unterhose und nichts an und deine ganzen Pässe. Und dann kommt mir auf dem Flur so ein Kellner entgegen mit Kaffee und so und sage ich, was machen Sie denn noch hier? Wieso, sagt er. Dann sage ich, ja, aber Sie hören das doch gerade, wir sollen das doch hier verlassen. Ach so, nein, das ist eine Übung, hatten Sie keinen Zettel im Zimmer? Und dann hatte ich hatte keinen Zettel im Zimmer. Und dann bin ich mit Handtuch runter an die Rezeption und gesagt, und das geht nicht. Entweder sie geben allen einen Zettel oder niemanden. Weil niemanden, dann wird's lustig. Das war so schrecklich. Und jetzt bin ich woanders. Und das ohne war Schuhe hast du es alles gemacht. Ich bin einfach wirklich, ich hatte auch immer noch so Shampoo. Also, ich lief da wirklich mit meinem Handtuch so raus. Und das war so und erniedrigend. Nichts. Und die Fruchtfliege aber du hast dieses, nein, du hast dieses Zeichen nicht gehört. Das war so beängstigend. Ach, das war wie Krieg. Ach, jetzt lass uns singen. Ich erzähle uns zu viel. Du kennst noch Krieg? Raus. Entschuldigung, Jungs. Ja, jetzt sind wir soweit. Nena gehört? Ja. Ja. Aber wir haben, Nena war doch, als wir 83 30 waren. Eine Rock-Pop-Aufzeichnung. Ja, super. Ach, war das. Ja, aber da waren wir Anfang 20 mit Nena. Hat 83 warst du Anfang 20? Nee, 75. Was? Moment. Gefühl, weil da hatte ich schon so einen leichten Blähbauch. Gut, dass du deine... Ich war schon leicht aufgebläht. Gut, dass du deine Einlagen jetzt drin hattest. Ja. Und Helmut und ich,
jetzt beim Hüpfen unsere Einlagen nicht eingehabt. Da wäre ganz schön was passiert. Ist das schlimm? Shame. Oh, habt ihr Bierdeckelchen schon fertig? Oh nein. Hast du schon? Komm, wir setzen uns zu dritt hier oben rauf. Ich würde jetzt so mittig. Wie gehst du denn da jetzt hoch? So. Und dann beide zusammen, dass die Einlagen nicht rausfallen. Du gehst jetzt nicht mit der Kamera da runter. Und ich mach anders. Ah. Zitlo? Gönnst du der Zitlo den Dschungel? Was? Verstehe ich nicht die Frage. Guck ich nicht. Nee, aber ich habe jetzt gerade, fällt mir noch eine Frage an. Wie schafft es ein Pilawa, der ja nichts anderes als du gemacht hast, sondern 1500 Sendung mit meinem Pimmel riecht, was soll ich tun und sowas? Ja, aber es waren ja immer so Titel. Hatte der Wieso hat der es danach? Das kann der natürlich nur machen, solche Themen. Ich kann Nein, das aber du hattest das ja auch, solche Themen. Und warum kann der danach, warum hat der diese Karriere gemacht und was ist bei dir schiefgelaufen? Hättest du gern so eine Pilawa-Karriere gehabt? Jetzt andauernd Quizshows moderieren. Na, aber wer war denn das? Pilawa, Schäfer, Kerner. Mhm. Ihr kommt doch alle aus dieser Nachmittagstalk. Genau. Und bei den Jungs war es nie ein Problem. Hast du nie im Bett gelegen, weil das Fenster im Hotel mal wieder nicht dicht ist? Warum haben die eigentlich so wahnsinnig, sind das Nein, so weil ich ganz schöne Sachen mache und damit auch ganz glücklich bin. Bringst du den Michelle sonntags das Frühstück ans Bett? Nee. Oder er dir? Weder noch, weil wir beide frühstücken nicht gerne im Bett. Ich hätte total Angst, mit Michelle Friedmann zusammen zu sein. Nein, nicht wegen seiner Geschichte oder so, sondern weil, wenn ich den erlebe, du hattest der auch wird Angst so vor Detlef am Anfang. Nein, vor in Detlef bin ich ja verliebt und deswegen war ich aufgeregt. Ach so, das war eher so eine nervöse Aufregung. Ach so. Aber von deinem Mann hätte ich Angst. Echt? Ja. Nee, der ist total lieb. Ich finde das beneidenswert, dass du dich in den verlieben konntest und keine Angst hattest. Ich hatte am Anfang ja auch Angst. Oder? Ja, musste, hab ich andauernd diesen politischen Teil der Zeitung gelesen und dachte, okay, du musst das alles merken und musst das dann die Analysen und wann waren die Grünen in Bremen erst. Ja. Brauche ich alles gar nicht kennengelernt. Erzähl ich dir nachher. Musstest du? Erzähl ich dir nachher. Nee, kleine, aber schön. Aber eine kleine, also nur der, die, ein die Hauch. Essenz, die, ein Hauch. Leben. Leben. Okay. Hast du anfangs eigentlich versucht, deinem Mann die Pomade abzuhalten? Zu gewöhnen. Nein, weil da gar keine drin ist. Ich glaube, dass dein Mann, wenn der geduscht hat und keine Pomade drin hat, dass der wahnsinnig lustig aussieht, wenn man einmal den Föhn reinhält. Der sieht auf ein aufgeplatztes Hochhaus, kann das sein? Und zwar so ganz viele Locken hat der. Du hast auch viele Locken. Ja, und deswegen weiß ich, wie lustig das aussieht, wenn man die einfach föhnt, trocken föhnt und nichts macht. Ich glaube, du findest das dann süß. Ganz für süß. Die Öffentlichkeit würde man ihn nicht mehr ernst nehmen, wenn er damit ans Rednerpult gehen würde. Ich glaube übrigens, dass bei Gutenberg war es ähnlich. Ich glaube, der hat diese Pomade auch da drin gehabt, weil das sonst doof gewesen wäre. Aerobic Braut oder Pilates Girl? Was? Weder noch. Gar nichts? Machst du Sport? Nee. Doch, du machst noch Tennis. Tennis, wieder, Joggen, Kickboxen, Yoga. Wie schaffst du alles? Wann schaffst du das? Ich schaffe das alles nicht. Ich auch nicht. Ich sag das jetzt nicht. Nur, mach die nächste Karte. Bärbel. Weiter. Du wirst auch von Frauen angebaggert. Ich? Ja? Nee, doch, passiert mal, aber. Ich auch manchmal. Ja? Ja. Das ist ja komm, weil wir das Lied eben so gesungen haben. Ja, das ist nicht so angesungen. Ich finde, wir runden diesen sehr schönen Abend, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich euch beide ganz toll finde. Wir runden diesen schönen Abend jetzt mit Musik ab, die ich schon seit Monaten höre, aber seine CD ist noch gar nicht raus. Ich habe heimliches Musikmaterial bekommen. Ja, weil ich das von Anfang an so toll fand und ihn live auch schon gesehen habe. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir begrüßen Max Prosa! Hab ich mir die Gedanken
mein Kind. Kommst du dann zu mir zurück, mein Kind? Und dein Seelsorger lacht, wenn er vor deiner Tür steht. Und hofft, dass es um mehr als nur um deine Seele geht. Doch für dich ist er nur noch einer und schon verweht vom Wind. Zu mir zurück, oh mein mystische Gehämmer wilder träumender Nacht. Bin ich so oft Gott verlassen, in dieser Stille aufgewacht. In der ich keine Antwort auf die eine Frage find. Kommst du denn zu mir zurück, mein Kind? Kommst du denn zu mir zurück? Riesiges Talent. Will er nur nicht, dass du heulst, weil dich da draußen keiner kennt. Oh, wenn alle Stricke reißen, weil es doch nur Fäden sind. Und das wusstest du nicht. Kommst du dann zu mir zurück? Kommst du dann zu mir zurück? Zwischen tosendem Gelächter und donnerndem Applaus suchen wir uns unseren Weg aus der Verschwiegenheit hinaus. Oh, dann bist du vor Lügen taub und ich bin vor Hoffnung blind. Kommst du dann zu mir zurück? Kommst du dann zu mir zurück, mein Kind? Tolle Mist. Alle wollen dir erzählen, was das besondere Leben ist. Oh, wenn ich auch für dich allein nur einfach irgendwas erfind. Irgendwas. Kommst du dann zu mir zurück? Kommst du dann zu mir zurück? Wieder da, heute mit dem Landwirt und Wunderregisseur Detlef Buck. Ich freue mich so, dass der gekommen ist. Dann ist Bärbel Schäfer da und die hat schon mehr erlebt, als ob eine Kuhhaut geht. Denn ein wunderbarer Sänger mit endlich mal dem Namen Müller. Wolfgang Müller ist da, der singt so ein schönes Lied. Und Max Prosa aus Berlin, total angesagt, ganz toll. Oh, ich freue mich, was da? Auf Bauernhof!
Detlef, ich würde sagen, das ist uns, ist mir egal, wo möchtest du lieber sitzen? Reinrücken? Ich glaube, du brauchst mehr Bewegung. Du, ich sag gerade, man versuchte gerade noch, dir die Jacke zu entreißen und du hast gesagt, nee. Nein, Jacke, ich traue auch keinem. Ist Geld und alles drin? Ja, nein, ich habe es immer gehabt, dass ich Jacken auch in der Schule nie ausgezogen habe. Manchmal, wenn man einen Mann behalten habe und eigentlich immer auf dem Sprung bin. Was trinkst du denn? Tee? Nee, sag Bier. Trinkst du kein Bier? Ich habe Angst, dass ich gleich, weil ich habe 2 Wochen nie getrunken, dann trinke ich. Wie schaffst du das denn? Mann. Aber du sprichst ja auch schon, wenn du gar nichts getrunken hast, ein bisschen so, als hättest du schon eingetrunken. Ja, das ist das Problem. Manchmal auch bei Telefonaten, wo Leute mich nicht kennen und ich bin dran und dass sie gleich denken, ich bin breit. Und das führt dann zu Schwierigkeiten manchmal, dass sie dann denken, den können wir nicht ernst nehmen. Und wenn du denn eingetrunken hast, dann wird so, dass man nichts mehr versteht. Dann wird das ganz schlimm, ja. Ich sag dann auch nichts mehr. Ach, wenn du bist eher ruhig, wenn du was getrunken hast. Manchmal habe ich so eine philosophische Anmutung, dann muss ich die Welt erklären. Merke aber, dass dann andere Leute das nervt und dann halte ich den Rand. Du, wir sind ja ungefähr zur gleichen Zeit geboren. Beide auf einem Bauernhof, 25 Hektar, 30 Milchkühe, Milchwirtschaft. Leichtes Kleinvieh noch im Speckgürtel des Hofes, bei euch auch? Naja, auf Hattet ihr darauf. So ein paar Hühner und so? Ja. Ich mag das so, wenn ihr euch mal vergrätscht. Das kann mal passieren, aber ich finde das überhaupt toll, weil ihr ja schon nachmittags probt, dass ihr jetzt immer noch so ein Shanty-Standvermögen habt. Magst du Shanty-Chöre eigentlich? Bist du so ein bisschen Shanty drauf? Das erinnert mich irgendwie an Schlümpfe plötzlich. Ja, das ist wegen dem Blauen vielleicht. Oder weil, vielleicht. Nein, aber auch der Ausdruck der unterschiedlichen Charaktere. Aber alle doch sehr bärtig und so, ne? Ja, Schlümpfe gibt es auch. Bärtige Schlümpfe, Brillenschlümpfe. Gibt ja, alle. Was gibt's denn hier? Schlumpfine gibt es auch. Ja, die sitzt ja hier. Naja. Was ich so lustig finde, ist, ich bin mit 4 Schwestern, also 5 Mädels, auf einem ähnlichen Hof wie du aufgewachsen. Und du allein. Und dir war immer langweilig. Ich hätte damals ganz viel dafür gegeben, wenn ich Einzelkind gewesen wäre. Ist anders als mit vielen, das stimmt schon. Man hat auch mehr Zeit für sich. Man spinnt so für seine eigene Welt. Ich denke auch immer, dass man da Zeit hatte, über Filme nachzudenken oder sowas. Das kam vielleicht damals schon. Ja, aber ich hatte nicht eine Sekunde Zeit, über Filme nachzudenken. Ihr habt dann Lieder gesungen oder so. Da redest du ja auch mehr. Guck mal, ich rede nicht viel, weil ich ja gar keinen hatte. Darf ich mit dir über noch was reden? Was sagen wir zu den Milchpreisen? Nie kann ich mit jemandem über Milchpreise. Das finde ich mal ein spannendes Thema. Weil das regt mich Scheiße. Und du, das ist bei dir, ist das... Ja. Aber das geht ja gar nicht. Ja, das ist schön. Ja. Ach, guck mal, hier geht's doch mit Ziehen. Ja, da hätte unsere Kuh aber sich beschwert, sag ich dir. Gut, es ist mühsam, aber... Du verlierst. Ich verliere. Hättest du sowas gerne im Wohnzimmer bei dir, um nachzudenken? Ich hab das als Geschenk schon zum Geburtstag bekommen. Guck mal so, das ist das, wie es eigentlich geht. Ja. Jetzt machst du das. Ja, absolut richtig. Wenn man es einmal raus hat. Ich wollte aber nicht so versauen jetzt. Jetzt überholst du mich. Oh, das ist ungerecht. Ich hab grad irgendwo... Was stimmt mit unserer Kuh nicht? Aber das wäre ja ein Burner. Ja, das stimmt aber so. Du hast Lalei. Das muss man doch schaffen, Kühe so gehen zu manipulieren, dass man die nur so... Und meinem gibt auch 6.000 am Tag. Ja. So, ich glaube... Jetzt hast du ja wieder richtig Freude. Ich glaube, du hast verloren, Teddy. Tut mir leid. So. Ich würde natürlich darum bitten, diese Kuh mit nach Hause zu nehmen. Ich brauche die für mein Wohnzimmer. Die gibt mir irgendwie so eine Ruhe. Ich fühle mich so, man fühlt sich irgendwie gut, oder? Ja, diese Perspektive ist eigentlich ganz schön. Aber ihr hattet auch diese mit... Ja. Und habt ihr auch immer gesagt, seht toll, die Kuh ist ja wohl am Blind melken. Wenn man immer noch diese Dinger drunter hatte... Und die Milch ist ja irgendwann weg, aber diese Saugmaschine sitzt noch da dran.
Und weil ich immer so faul war, habe ich die immer ganz lange, so lange wie es ging, runtergelassen. Daneben, ja. Stand so ein bisschen daneben, kraul, kraul. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie sich das anfühlt, wenn man Titten hat und ihr setzt einer so Saugdinger drauf und da kommt schon keine Milch mehr und die nehmen die Dinger nicht weg. Aber diese Empathie, die kam erst spät in mir hoch. Also als Kind war mir das echt noch egal. Ja. Und dann habe ich darauf geachtet, dass ich gesagt habe, komm, wenn nichts mehr drin ist, dann muss man die auch wegnehmen. So, Milky Wit kann wieder weg. Ja. Jetzt, wer hilft mir denn mal, diese volle Kuh da wegzunehmen? Boah. Oh, oh Gott. Vido, direkt zu mir nach Hause, ne? Wir würden uns jetzt mal hier raussetzen mit dem Hintern. Ja. So, und jetzt muss ich hier so sitzen. So einfach Füße rüber und dann setzt man sich da mit dem Hintern hin. Ja. Und jetzt kommt immer der schönste Moment für die Shanty-Jungs. Das ist... Leute, ich rief einer, als sie über Land in sich. Oh, was hier jetzt draufsteht, ne? Ja. Da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf. Da kannst du denn sagen, oh nee, will ich nicht. Was ziehst du an, wenn du dich mal richtig schick machen willst? Ich glaube, du bist nicht interessiert an Mode, oder? Doch, ich habe sehr viele Anzüge. Sehr viele Anzüge und gute Freunde von mir sind Modedesigner. Guido Maria Kretschmann ist der... Ist der ein Freund von dir? Ja. Ja, der ist Modedesigner. Ja, und von dem habe ich auch zwei Anzüge. Na gut. Wie viele, oh Gott, das kann Kühe, Schweine, hast du denn noch? 25. Immer noch 25, das ist ja total viel Arbeit. Ja. Macht deine Frau das? Hast du eine Frau? Darf ich das fragen? Ja, die hat an Kühen nicht so Interesse. Und die Kinder ist dein auch Papa nicht. Noch auf dem Hof? Ja. Und der hat auch Bock, die zu melken? Naja, es ist eigentlich Gewohnheit, die Macht der Gewohnheit, damit man sich weiterhin aufregen kann. Okay, aber 25 ist echt viel. Das ist heutzutage gar nichts mehr. Aber die zu melken und so, die sind ja naja, nicht 25. Es ist ja auch kein Milchcomputer, viele haben ja, dadurch ist es aber viel Arbeit. Ja. Das sind anderthalb Stunden die melken. Die wollen jeden Morgen Tag und jeden Abend wollen möchten die sie jemanden mal sehen und nicht nur den Computer, ja. Ja, das finde ich ist viel Arbeit. Schon mal eine Frau ins Bitte. Bett geschwiegen. Ja. Finde ich. Finde ich eine gute Frage. Schon mal eine Frau ins Bett geschickt. Hat es schon mal gegroovt zwischen dir und einer anderen Frau? Und ihr wart beide keine Smalltalker? Ja, das finde ich super. Das wäre mal ein Film. Ja, es ist ein super Film. Zum ersten Mal muss man sich nicht lange mit den Dialogen aufhalten. Also vor allen Dingen, man quatscht auch nicht rum. Ja. Und gibt nicht so an. Nee. Man schaut sich in die Augen und sagt, und das tut so. Gut. Und zusammen schweigen ist ja eh... Richtig das nicht auch auf? Ich hab dieses Gefühl, man müsste mal als Projekt den Städtern, die bei Aldi Milch kaufen, mal ganz ehrlich, und sich nie Gedanken machen, dass ein Liter Cola, ich glaube mittlerweile das Dreifache vom Liter Verkauf, was der Bauer Wasser kriegt, der 35 Cent. Selbst Wasser. Naja, es ist wieder ein bisschen hochgegangen. Als ich Landwirtschaft gelernt hatte, war eine Kuh, die 6000 Kilo Milch gegeben hat, im Jahr eine Hochleistungskuh. Und heute gibt dieselbe Kuh, also nicht dieselbe, die ist ja schon tot, aber... Ja, aber eine ähnlich strukturierte Kuh. Eine ähnlich strukturierte, 11.000. Nee. Mhm. Und durch? Kraftfutter. Nee, Züchtung. Züchtung? Ja. Ich denke nur, wenn man mal einem Stadtmenschen eine Kuh ins Wohnzimmer stellt, ein Jahr lang. John Wayne hatte das immer, der wollte frische Milch und hat ihn immer auf den Balkon gestellt. Weiß, was das kostet. Tierarzt, das ist ein Cowboy, Samen, ja. Jeden Tag zweimal melken, ja. Futter rein, ausmisten. Wie pflegeintensiv so eine Kuh ist und was so eine Kuh kostet und was denn das, was man da rausmeldet. Kosten tut sie gar nicht. Die sind, findest du? Ja, wir haben immer 1000 Mark damals bezahlt, wenn wir einen Kaiserschnitt hatten. Da also hast du dich wahrscheinlich verhört, oder? Nee. Da wurde dir ja vielleicht kam mir das vor als Kind wie 1000 Mark. 1000 Mark. Aber es waren bestimmt 240 Mark. Ja? Ich habe was ganz Tolles. Ich sehe den Zettel, da steht nur Milchpreis drauf. Ja. Wir können auch über Getreidepreis. Hüfesterben hätte ich noch. Ich finde zum Beispiel Milchpreise... Hüfesterben sind hauptsächlich landwirtschaftliche Themen. Ich liebe das. Du bist der Erste, mit dem ich drüber reden kann und ich rede so gerne darüber. Dann ist das meine Aussprache, was dein Haar fliegen lässt? Oder nein, das ist die Luftdüse. Ich dachte ja, gerade, immer ja wenn ich rede, flog dein Haar immer hoch. Die Luftdansa.
Also ich habe diverses noch zur Auswahl. Mein Lieblingsnächstes Thema wäre entweder Yoga. Aber ein schöner Zettel, find Wie ich findest da. Du Yoga? Super. Oder du hast Geschichten gesammelt, wer sich wo, wie und wann und warum verliebt hat. Das ist ein Hobby von mir, weil ich das immer so gerne frage. Und meistens geben die Menschen auch gerne Antwort darauf, was dieser Magic Moment war, dieses Kling. Und das ist sehr, 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 sehr Und das seltsam. Fragst du immer, das ist ja sehr dreist, wo mehr gesagt wurde, oh, muss ein bisschen aufpassen, darfst nichts Privates über Buck fragen und so. Nein, ich frage das ja meistens. Der, ja, du fragst das. Das ist die ja, bessere weil, Position. Naja, weil meistens als Regievogel oder sowas ist meine Aufgabe eher zu beobachten, als dass ich beobachtet werde. Das ist auch meistens meine liebere Position. Also als wenn ich so Gaukler bin oder so, dann mache ich das gern, weil das Spaß bringt und so, aber ich bin nicht gern ganz vorne weg. Weil ich lieber Aber du würdest sagen, du bist Menschen interessiert. Ja, Menschenfreund würde ich sogar sagen. Ich bin kein Zyniker, auch wenn viele das meinen. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber Menschenmassen machen dir Angst. Du würdest nie auf Konzerte gehen und la 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 dich da ja, so ja. ja, wenn das unisono ist, dann ist mir Fahrt. Kann ich noch ein Bier haben, Frau Müller? Der Punkt säuft so langsam, guck mal. Ja, weil ich muss ja haben. Noch singen, ne? Ja, muss dann noch singen. Ja, manchmal geht es ja besser. Nein, es ist für mich so, wenn es unisono ist, ist mehr Fahrt. Wenn alle sagen, top drauf, dann bin ich schon wieder da. Ich freue mich immer auch antizyklisch. Aber du bist da schon ein bisschen kompliziert, kann man das sagen? Nein. Überhaupt nicht? Ja, das ist ganz einfach. Antizyklisch ist doch immer. Antizyklisch ist lustig. Ja, aber antizyklisch heißt, du sitzt in der Garage mit deinen Kumpels und alle machen Hör und dann... Ja, die Kumpels sind alle so. Ach echt? Ja, Weihnachtsfeste grillen wir außen oder sowas. Sowas machen wir dann, sowas. Also immer leicht dagegen. Aber wir haben eben so viel Spaß, also nicht das, was alle machen. Hast du das immer noch in dir? Ja. Und das geht auch nicht weg, ne? Das bringt am meisten Spaß. Ja, das merke ich. Wusstet ihr eigentlich, dass Detlef Buck die ganzen Werbefilme gemacht, darf ich das sagen? Die wir so toll finden, die Werbefilme. Das Beste am Norden sind unsere Kornfelder. Diese, die hast du alle gemacht, ne? Ja. Das Beste im Norden ist unsere Flexibilität. Ja. Den mag ich so gern. Ja. Würdest du sagen, es gibt wirklich den Norddeutschen und den Süddeutschen und so? Nein. Ich glaube, das ist ja auch nicht mehr. Nein, es gibt, Polt ist so norddeutsch und Otto aber, ist so süddeutsch. Das ist, ja, Otto ist ein Italiener, oder? Weil ich meine, das hat ja mit Norddeutsch gar nichts zu tun. Das stimmt, Otto ist... Also von der Grundhaltung ist das Quatsch. Das ist, aber du behauptest, es gibt so eine bestimmte provinzielle Haltung, das glaube ich schon, und die ist auch in China genauso. Also mein Vater kennt sich in China besser aus auf dem Land als in New York. Weil er mit dem Reisbauer mehr kommunizieren kann, wenn er die Sprache spricht, als wenn er in New York war ja in New York und das... Hat ihm nicht so zugesagt. Aber du sagst, dass du sehr norddeutsch bist, weil du lobst zum Beispiel nicht. Du kannst nicht loben. Ich bemühe mich aber jetzt langsam. Wie geht das denn? Du machst das ganz toll heute. Wenn du zu einem Kameramann gehst und sagst toll und dann kommt es auch schon sofort albern vor. Bei mir ist es oft so, dass ich dann sage, erstmal alle, die mitarbeiten, ein Kenntnis davon, dass man sich mag. Dann geht einer wortlos los, holt zwei Getränke, fragt auch gar nicht, was trinkst du? Nein. Muss es ja ahnen. Stellt das hin, der andere nickt ab, die trinken und dann gehen sie Händchen halten raus. Fertig. Fertig. Trinkst du eigentlich gerne Kristallweizen? Oder lieber Fanta? Hm? Kristallweizen, Rainer. Das war Herr Lehmann von Ach, Regner. Ach, verstehe. Stimmt, da hast du eine geile Rolle gehabt. Das war toll. Das sind aber auch immer tolle Rollen, dann, die man dir da gibt. Ich bin immer beim Casting und laufe die du ganze gehst Zeit. Zum Casting noch? Ja, ja, ja. Bei Leander in der eigenen Produktion. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann da durchlaufe oder so. Aber wir verstehen uns gut und dann passt es oft. Aber da zwinkert ihr euch doch beim Casting schon zu. Nein. Ich stand zur Disposition. Kommen dann noch so arme Schauspieler. Nein. Ich bin Absolventen, die sich diese Rolle drauf geschafft haben. Und dann kommt der Buck und spricht vor. Nein. Das wäre mir peinlich. Ja, das wäre mir auch peinlich. Nein, das kann ich nicht, wenn man sagt, oh Gott, der passt ja gar nicht. Wie übst du eigentlich so Texte? Das finde ich auch sehr schwierig. Ich bin ja so ein Freiredner. Freigeist und Freiredner. Das finde ich auch gut. Wenn man das fixiert, dann kann man das auch machen. Geht das? Ja. Das wäre leider Voraussetzung. Ich habe das jetzt aber auch mit... Ich könnte so Formulierungen nicht. Warum hast du das gesagt? Weißt du, das würde sich dann ja, so anhören. Das ist aus einer Soap. Das ist schlecht geschrieben. Aber, ja, aber es gibt so Formulierungen, die keiner benutzt. Na, und gute die Formulierungen liegen gut im Maul.
Deine liebste Bauernweisheit? Na, das ist keine Bauernweisheit, aber gerade deswegen fällt mir, jede Zeit hat ihre Art zu lieben. Oh, der ist schön. Buchtitel. Wäre auch ein Buchtitel, der bei mir auf dem Klo landen würde. Ja. Riechst du manchmal noch nach Gülle von deinem Hof, wenn du in Berlin einen Film drehst? Oh, toll. Leider haben wir nie Gülle gehabt. Aber ihr habt doch eine Gülle-Kuli, die Kühe kacken doch. Wo kommt denn das hin? Das ist keine Gülle, die wir haben. Wir haben Festmist. Das heißt, die 25 Kühe haben immer noch, wenn die machen Stroh und dann muss jeden Tag mit der Schubkarre. Ach du liebe Güte. Ja. Hast du denn nicht, was ich immer hatte als Kind, und das war für mich das Traumatischste, wenn ich ehrlich bin, dieses morgens melken und dann war das Wasser immer kalt, weil die Kälber kriegten ja immer das heiße Wasser mit dem Milky Way da drin. Ist heute noch so. Ist heute noch so? Ja. Und dann musste ich kalt duschen und musste mit nassen Haaren zur Bushaltestelle. Aber das ist gesund. Und wenn ich es nicht mehr konnte, dann musste ich, nur wenn du einmal kurz über die Diele läufst im Winter, du hast es nicht mehr weggekriegt und im Klassenzimmer alle, oh, die stinkt schon wieder, oh, die stinkt. Kannst du dich da auch dran erinnern? Ich bin traumatisiert. Na, das habe ich nicht so erlebt, aber vielleicht hat auch keiner ausgesprochen. Vielleicht standen alle. Ich habe manchmal mit einer Badekappe gemolken, in der Hoffnung, dass, weil ich hatte so lange Haare, in der Hoffnung, dass ich die einfach abnehmen kann und dann, dass die nicht rochen. Du weißt doch, wie Silage riecht und so, das ist ja so intensiv. Hatten wir nicht so, wir hatten Heulage. Schon mal blöd angemacht worden wegen deines Namens. Nee. Ach, wegen Detlef wahrscheinlich. Ach so, wegen Detlef. Ja, das ist schwul gewesen. Und da warst du natürlich... Ja, immer da vorne weg. Aber es ist jetzt ein bisschen, naja, letztendlich hat sich das mit den schwulen Witzen auch, ich meine, letztendlich ist das ja en vogue. Man kann, ich meine, wenn nicht schwul, ein bisschen schwul ist, ist auch langweilig. Ja? Ja, vielleicht noch nicht in Hamburg, aber in Berlin auf jeden Fall. Ah, oh, okay. Warme Milch mit Haut. Lecker oder eklig? Nein, diese mag ich auch nicht. Nee? Nein. Hast du denn früher auch diese 3,8%ige fette Milch warm getrunken? Ja. Ich bin schon wieder in der Vergangenheit. Ja. Du musst es verzeihen, aber ich habe mich so gefreut, dass endlich mal einer da sitzt, der weiß, wovon ich rede. Juhu! Wir können aber jetzt auch Musik hören. Ich möchte jetzt unseren nächsten Musikgast, unseren ersten echten Musikgast reinbitten. Und er hat eine CD und die heißt In der Zwischenzeit. Und die habe ich schon seit einem Jahr. Und zufällig, schwuppsiwupps, wo ich ihn jetzt eingeladen habe, hat er schon wieder eine CD raus. Die heißt Ahoi. Da ist aber auch mein Lieblingslied. Zu hell für die Nacht drauf. Und das singen wir jetzt mal. Und bitte begrüßt mit mir Wolfgang Müller! Hallo! Wolfgang? Ja? Ich freue mich so, dass du da bist. Ich mich auch. Weißt du, was ich lustig finde? Du hast auf deiner Homepage geschrieben, wer ist eigentlich Wolfgang Müller? Weil du behauptest bis heute, dein Name steht dir sehr im Weg. Das ist so ein Running Gag geworden, dass irgendwie jeder erstmal auf dem Namen rumhackt. Ina Müller fand ich auch immer doof. Ja. Ich dachte halt, wenn ich es mit dem Namen schaffe, dann habe ich nichts mehr zu befürchten. Wir wären natürlich auch toll als Wolfgang und Ina. Ist schon eine Riesenauszeichnung. Oh, das merke ich mir. Ja, wir sind, so. Man ist froh, dabei zu sein. Und dann, ja. Dass man Arbeit hat, dass man dabei ist, dass man nicht doof zu Hause rumsitzt und Geld ausgibt nur, sondern irgendwas macht. Ja. Ist doch super, das ist schon mal ein Riesenlob. Und das hast du jetzt erst geübt und gelernt. Ja, ich kann auch Bussi geben. Ja? Ja, also was links, rechts kann ich auch mittlerweile. Aber mittlerweile? Ja. Bist du sozial ganz schnell überfordert, wenn du so viel... Ja, weil Einzelkind. Ach so. Das kann natürlich wirklich sein. Weil du kannst dann natürlich alles aufnehmen und brauchst die Leute. Ich brauche überhaupt keinen. Findest du denn... Ich will eigentlich alleine sitzen. Ich brauche... Da, ein Bier nehme ich dann noch, sitz, ja, halte Schnauze und guck. Das sagen die. Das reicht mir. Dann sagt ja der Norddeutsche. Ich brauche keine Aufmerksamkeit. Bist du der Typ, der guckt. Aber wenn das scheiß Filmgeschäft nicht mehr geht, dann gehe ich zu meiner Milchkühe. Weißt du? Das Schöne ist, die reden ja auch nicht. Nee, geht sind man aber da, sie sind sehr ruhig da. Also das ist das Ding, dass ich eigentlich, klar, überfordert bin. Ich bin sozial überfordert und deswegen kommt das Loben auch ganz schwer raus. Ich meine es aber nicht böse. Smalltalk schwierig. Smalltalk schwierig, ne? Mit,
ich kann mit einem ganz toll, ich kann auch, finde ich, manchmal sogar viel reden. Ja. Ich bin auch immer mehr, dann fällt mir das auf, ist mir dann peinlich irgendwann. Ja. Ja. Jetzt singen wir jetzt. Hast du nicht noch ein Thema, bevor wir singen? Das Singen fällt mir noch schwerer als das Reden manchmal. Du warst in Kambodscha, das finde ich ganz spannend. Ja. Du bist da quasi mit deinem ganzen Filmteam hin und hast da versucht, mitten in diesem Land einen Film zu drehen. Ich muss sagen, Hut ab. Ich hätte ja, keinen Bock dazu. Ja, aber ich mag das. Das mag ich in dem Job so gerne, dass man irgendwo hin, oder wenn du jetzt Vermessung der Welt gehen, wenn die Vergangenheit 1820 war. Wenn wir jetzt anfangen, über Daniel Killmanns Roman Vermessung der Welt zu reden, dann kommen wir gar nicht mehr zu mir. Wie weit bist du damit? Vielleicht will ich das. Hat jemand das Buch gelesen? Die Vermessung der Welt? Habt ihr das gelesen, Jungs? Ihr habt doch so viel Zeit. Konsequent. Ja, das ist... Das ist ja nichts gegen zu sagen, aber selbst da die Bildzeitung hat da, glaube ich, was. Ich habe zu Weihnachten bekommen und es liegt bei mir, aber ich habe es noch nicht gelesen, weil der Titel erstmal mich jetzt nicht so wahnsinnig anzockte, aber es ist ja was mittlerweile... Was zockt dich denn für einen Titel an? Das würde mich jetzt mal interessieren. Alt werden und Spaß dabei. Weißt du, sowas. Naja, ich merke, das sind die, die auf dem Klo landen. Ja? Also wenn es ein Buch erstmal bis aufs Klo geschafft hat bei mir, das ist schon ziemlich toll. Ja. Und sowas liegt dann ja da. Hast du denn die Filmrechte für dieses Buch quasi gekauft? War das nicht unglaublich teuer? Dadurch, dass es komplex war, haben viele gleich gedacht, oh, das kann man nicht machen. Und, so. Und, aber es war einfach gut. Ja, und aber das hat mich, das schreckt mich denn eher ab, weil es frech ist. Und alles, was frech und frisch ist, interessiert mich. Wenn es eben ist, huch, alt werden, aber trotzdem lustig, dann sage ich mir... Subi! Gibt's ja schon! Ja! Ich hätte nur gedacht. Dann springe ich nicht gleich an. Du, Rubbeli Katz Kinofilm, wo du mitspielst, hast du den noch produziert? Nein. Mitproduziert, ja. Mitproduziert, aber du spielst auch mit. Ja. Du bist da der Bruder. Endlich hast du mal Geschwister. Ja, das habe ich mir geträumt. Ich habe eine kleine. Ja, deswegen habe ich da reingeschrieben. Der Brüder reingeschrieben. Lustig, das ne? Ist ja, das finde ich gut. Ja. Ist der schön geworden? Der ist schon fertig, läuft ab Dezember, oder? Ja. Ja. Ja, der ist auch charmant. Hm. Und nicht blöde. Nein, nicht blöde. Also der ist wie ich, charmant und nicht blöde. Deswegen singen wir nämlich jetzt. Ja. Jetzt kommst du nicht mehr drum rum. Ja. Weißt du noch, wenn du jetzt noch ein Thema hast, ja, kommst du rum. Wir singen ja einen Song, der hat mit Rubbeli Katz zu tun. Ach so. Ja. Ach so. Ja, meinst du, das ist durchdacht? Ich komme nicht hier über hahaha. So bist du doch drauf. Ja, natürlich. Ich meine, du hast jetzt noch die Chance zu sagen, singen oder wettmelken. Wo willst du denn jetzt hier wettmelken? Du hast die Chance. Wettmelken. Du würdest lieber jetzt wettmelken als singen machen? Ja. Okay. So, guck mal. Ich habe ganz lange gesucht für uns zwei, eine Melk-Dings zu finden. Ne? Das ist ja klar gewesen. Ich mag das so. Ich bin froh, dass ich nicht beim Schweinemester bin. Da müssten wir jetzt Ferkel kastrieren wahrscheinlich. Hast du das eigentlich gemacht früher? Ja. Du, kannst du das da oben mal eben reingießen, weil du da eher rankommst, wenn du dich auf die Bank stellst? Ich würde mal... Das ist verdünnte Milch, ne? Nee, habt ihr auch immer, haben eure Kälber eigentlich richtig Milch früher gekriegt? Unsere haben immer Milky Wit. Oh, geil. So, das reicht aber dicke. Ja, das reicht, glaube ich, jetzt. So, jetzt willst du... Wer am meisten in sein Glas reinkriegt. Das sind meine. Und deine? Und 1, 2, 3. Oh, das Ziel ist ein bisschen schwer. Ja,